Vielleicht die erste Frage ist natürlich, wie viel Puste du nach dem Spiel noch hast und wie froh du bist, dass Tom Kaure Nikolaisen dann doch einige Minuten auf die Platte bringen konnte. Also, das war überragend, dass Kaur könnte so viele Minuten spielen. Und das war wirklich top für die Leistung und für die Mannschaft, dass wir könnte ein bisschen Pause geben, für wann wir brauchen das. Und ja, war super, super wichtig, dass alle, egal ein oder fünf oder 50 Minuten spielen könnte, mussten wir alle mit natürlich die 100% in die Spiel gehen. Mit den ganzen Problemen unter der Woche, mit Krankheit, Ausfällen und dann eben nur einem Linkshänder, habt ihr das aber richtig gut gemacht. Und dann kommt ein Sieg am Ende noch raus, oder? Ja, also Angriff natürlich ein bisschen anders ohne Linkshänder oder die wenigen Minuten, dass Gibi spielt. Aber das haben wir die ganze Januar-Spiel in Vorbereitung. Wir hatten keine Linkshänder. So, wir mussten in andere Konstellationen spielen und hat das okay gemacht. Das war nicht so. Wir wussten, dass wir wollten nicht oder wir können nicht 35 Tore schießen, aber. Ja, heute reicht 30 auch oder 29 oder wie viel. Aber am Ende des Tages hatten wir ein geiles Spiel zusammensetzen und das war die wichtigste. Jetzt hast du das erste Mal die Unihalle so richtig pickepacke voll die Stimmung erlebt. Was war das für ein Gefühl, so nach der Pause so in die Liga zu starten? Genau, was du brauchst. Also war tolle, tolle Stimmung und wirklich, was wir brauchen als Mannschaft, wenn wir nicht so viele Spieler hatten, dass wir. Könnte alle Leute hier in die Unihalle ja, so vernehmen, dass das war wirklich super für uns und ich danke euch alle. Wie viel von heute kann man mitnehmen für das schwere Auswärtsspiel dann in Flensburg nächste Woche? Aber wir mussten alles, was wir können, mitnehmen. Natürlich, als du hast gesagt, die Spiel mit drei Rechtshänder, muss wir wieder gucken, was wir könnte besser machen und was wir muss besser machen. Aber das ist natürlich eine ganz, ganz anderes Aufgabe. Auswärtsspiele in Flensburg, schwierig. Aber wir müssen weiterarbeiten und dann nehmen wir alle positive Dinge mit. Lukas, der Kurzausflug zur Nationalmannschaft, so dieser WM-Spirit, der hat dich heute auch nochmal beflügelt, glaube ich, im ersten Spiel nach der Pause, oder? Ja, kann man so sehen, kann auch so sehen, dass das Training gut war, bis ich zur Nationalmannschaft gefahren bin. Aber nee, auf jeden Fall bin froh, so ein Spiel abgeliefert zu haben. Und am wichtigsten ist, dass wir am Ende die 2 Punkte haben. Wie genugtuend ist das, so ein Spiel zu Hause zu gewinnen, wenn man weiß, was man unter der Woche für Probleme hat und nicht unbedingt ja jetzt hier der Favorit gegen Melsungen ist? Ja, unfassbar würde ich sagen. Also ich glaube, Freitag standen wir mit 8 Mann in der Halle und da hat man sich schon gefragt, okay, wie soll das werden? Und von daher tut es noch mehr gut. Was war es, was es ausgemacht hat, dass ihr heute hier gewinnt? Also vor allem die Abwehrleistung in der ersten Halbzeit haben wir, glaube ich, nur 10 Tore bekommen. Und dass wir vorne auch immer Lösungen gefunden haben, dass mal Linus, mal ich, mal Alex, also Fabian auch, haben wir überragend aufgeteilt und ja, so haben wir am Ende auch, würde ich sagen, verdient gewonnen. Aber grundsätzlich ist schon der Wunsch, dass bald die Linkshänder zurückkommen, dass ihr da nicht weiter improvisieren müsst, oder? Ja, sehr gerne. Wäre gut. Wie Aber hast du es gesehen, wie ihr es gemacht habt im Spiel? wie wir das mit den Rechtshändern gemacht haben, ich finde, wir haben es gut gemacht. Klar kriegen wir, glaube ich, 1, 2 Stürmerfouls auf der rechten Seite, aber das muss man in Kauf nehmen. Und von daher finde ich, also wenn du mit 3 Rechtshändern gegen Melsungen gewinnst oder 4, kannst du schon zufrieden sein, denke ich.